Ein Feuerregen ergießt sich über das Stahlwerk in Mariupol. Nach Angaben eines Stadtrates setzt Russland hier international geächtete Phosphorbomben ein. In den unterirdischen Bunkern harren vermutlich rund 1000 Kämpfer aus. Die meisten von ihnen sollen verletzt sein. Verpflegung und Medikamente, die gibt es kaum noch. Hoffnung, von eigenen Truppen befreit zu werden, besteht nicht. Und auch alle diplomatischen Versuche sind bislang gescheitert. Offenbar will Moskau ein Exempel statuieren, ähnlich wie auch in der östlichen Donbass-Region. Sie sagen, dass die Russen Bakhmut eingenommen haben? Sagen Sie mir, haben Sie es eingenommen? Nein. Danke Gott. Seit 2 Monaten trauen sich die Menschen in der Region Luhansk kaum noch auf die Straße. In diesem Bunker sind sie auf Informationen aus dem Radio angewiesen, denen sie aber kaum trauen können. Die Russen sagen das eine und die Ukrainer das andere. Sie wissen also nicht, wer gewinnt? Nein, keine Ahnung. Die Russen sagen sie und die Ukrainer sagen dasselbe. Die Menschen der ostukrainischen Stadt trauen niemanden mehr und weigern sich oft auch, evakuiert zu werden, selbst wenn sie Kinder haben, wie die 30-jährige Angelina, die ebenfalls in einem Bunker lebt. Ich habe Angst um meine Kinder und mich selbst. Hier fühle ich mich sicherer, weil hier mehr Leute sind. Zu Hause ist es nicht auszuhalten, es ist sehr beängstigend. Ich glaube, die Leute verstehen den Ernst der Lage nicht ganz. Sie verstehen nicht, dass sie hier heute Lebensmittel bekommen, aber dass das morgen vielleicht gar nicht mehr da ist. Und die Monster auf der anderen Seite, die denken nie an diese Menschen. Gerüchte machen es dem Ex-Sportler und Polizisten Viktor schwer, die Menschen zu überzeugen, wegzugehen. Ich kenne so viele Leute, die evakuiert wurden und dann einfach auf die Straße gesetzt worden sind. Ich glaube nicht, dass Weggehen eine Option ist. Und dann die Männer, die herkommen. Sie bekommen Einberufungsbefehle und werden dann wie Kanonenfutter in den Kampf geschickt. Ich habe einen Ehemann hier und ich möchte ihn nicht verlieren. Die Stadt befindet sich de facto in der Kampfzone. Auf 3 Seiten sind russische Truppen nicht weiter als 25 Kilometer entfernt. Viktor platzt der Kragen. Die Dinge werden hier nicht besser. Es besteht die Möglichkeit, in einem gepanzerten Fahrzeug evakuiert zu werden. Das machen wir. Morgen werden Sie diese Gelegenheit vielleicht nicht mehr bekommen. Verstehen Sie? Denken Sie gut darüber nach. Denken Sie nicht an sich, denken Sie an die Kinder. Wir kommen morgen wieder und da erwarte ich, dass Sie gepackt haben. Die Kinder müssen an einen sicheren Ort. Das hier ist kein Platz für Sie. Die russische Armee hat sich aktuell auf den Osten, Lugansk und Donetsk fokussiert. Anderswo können ukrainische Kräfte Gebiete zurückerobern, so auch in der Region um die zu Kriegsbeginn heftig umkämpfte Stadt Kharkiv. Ein abgeschossener Hubschrauber, zerstörte russische Panzer, aber auch zerstörte Wohnhäuser zeugen vom Rückzugsgefecht. Die Russen sind mit 3 Lastwagen gekommen und haben Straßensperren errichtet, außerdem eine Ausgangssperre ab 16 Uhr. Sie haben gesagt, wenn eure Armee nicht schießt, schießen wir auch nicht. Ich habe gefragt, warum sie gekommen sind. Sie haben gesagt, um zu befreien. Je nach Sichtweise soll die Ukraine von einer Nazi-Elite befreit werden oder von den russischen Invasoren, auch mit Unterstützung der NATO, die kurz davor steht, an ihrer nördlichen Flanke 2 neue Mitglieder zu bekommen, Finnland und Schweden. Am Wochenende beraten die europäischen NATO-Staaten darüber in Berlin. Wenn ein Antrag unterschrieben wird, wäre dies ein historischer Moment. Ihre Mitgliedschaft in der NATO würde unsere gemeinsame Sicherheit erhöhen und zeigen, dass die Tür der NATO offen steht und dass sich Aggression nicht auszahlt. Im Gegenteil, Moskau wollte mit dem Angriff auf die Ukraine ja auch eine NATO-Erweiterung verhindern. Krieg ist immer auch ein Krieg der Bilder. Und während Russland mit infernalen Angriffen sicher auch Angst im Westen schüren will, sollen vom Verteidigungsministerium in Kiew veröffentlichte Aufnahmen, die ukrainische Soldaten an der Grenze zu Russland, 30 Kilometer nach Kharkiv zeigen sollen, Hoffnung schüren. Musik